So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind hier gerade auf einer riesengroßen Baustelle. Man hört es im Hintergrund. Hören wir das? Bestimmt. Wir hören es. So, wir sind wieder mal beim Klaus, beim Aulitzki Klaus und stehen hier auf seiner Baustelle mit seinem Baustellenfahrzeug. Also was könnte man sich anders wünschen in oder vorstellen? Signalorange. Genau, das ist wirklich so für die Baustelle gedacht. Das ist übrigens ein Baufahrzeug und wir dürfen ihn heute mal fahren. Es handelt sich dabei um den ganz neuen BMW X6 M Competition. Wir haben hier 625 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment, das ist stabil und ich würde sagen, wir gehen mal einfach mal kurz rum, was wir sonst noch finden und sehen. Also ich finde ja schon mal, die Front ist schon wirklich eine Ansage, ne? Die ist da. Also die ohne Scheiß, wenn das Ding dir so bei 200 in dem Rückspiegel auftaucht, ich glaube, da machst du freiwillig Platz. So. Ich weiß, dass hier ein KW V4 Fahrwerk verbaut ist. Ich persönlich finde das so stylisch, wenn die SUVs so richtig tief sind. Ich finde, das ist irgendwie geil. Ich weiß, viele mögen das nicht, weil ein SUV ist ja muss auch kontraproduktiv zu dem, was man eigentlich will. Aber es sieht einfach fett aus. Es sieht fett aus. Sieht aber ich muss ehrlich sagen, so, weißt, die Form ist schon sehr sportlich. Und dann, wenn es dann so hoch ist, ich finde es geil. Tiefe SUVs feiere ich. So, wir haben hier 22 Zoll BJVS V5. Schwarz glänzend. Was ich cool finde, ist ja, die haben sich wirklich hier noch, die Jungs von BG, also der Bene und der Matze, die haben hier noch für ihn das Aulitzki Tuning Logo hier eingravieren lassen. Hier steht mal BG Forged, also das sind Forged Felgen. Und wir haben hier, was haben wir für Reifengröße überhaupt? Das weiß ich gar nicht, ich muss suchen, warte mal kurz. 315, 25, ZR23. Habe ich vorhin 22? Ich glaube, das ist 22, aber es sind 23. Junge, das sind sogar 23. Heide Witzka. 23 Zoll. Also ich sag dir eins, ne? Mein kleiner ist. Ich wollte gerade sagen, wie so ein Kinderfahrrad. Ohne Scheiß, wie so ein Kinderfahrrad. Brutal. Finde ich krass. Echt geil. Was ich jetzt persönlich noch ein bisschen mehr feiern würde, wenn die Bremssättel vielleicht in Wagenfarbe wären. Ja, aber ich finde blau und orange. Ja. Geht ja auch. Ja, aber auch die Bremssättel ist sehr stabil, du leck mich am Arsch. Nee, finde ich cool. So, was haben wir noch? Oh, schau mal, wir haben sogar Carbon-Spiegelkappen. Einen riesengroßen Aulitzki Aufkleber auf der Seite. Wie soll es immer sein? Er hat überall diesen großen Aufkleber drauf. Dann haben wir hier so eine kleine Carbon-Lippe an der Heckklappe. Oh, wir sehen sogar noch hier Aulitzki Exhaust mit schwarzer Endrohre in Edelstahl. Aber das ist nur ein Endschalldämpfer. Endschalldämpfer mit Klappe. Ja, ansonsten ist er Serie. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das Auto so anschaue, also ich hätte persönlich nicht mehr dran verändert. Ja, passt einfach. Genau. Stimmig alles, ja. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dank diesem schönen Kfz haben wir überhaupt dafür den Luftfilter machen können. Weil mich der Klaus hat uns nämlich von dem Wagen nämlich die Airboxen zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt auch für den X6M, unsere Pipercross, Luftfilter mit Artikelnummer PP2074 Dry. Findet ihr ab sofort bei uns im Shop. Und die müssten hier sogar schon verbaut sein. Oh, macht das Signal, Achtung, Haube offen. So, jetzt schauen wir, ob wir es überhaupt aufbringen, weil ich habe bei der Kiste. Oh, das geht sogar automatisch. Ah ja, Sticker sind drauf, das ist das Wichtigste. Luftfilter sind drin. Habe ich vorhin noch erwähnt, dass er 625 PS hat? Ja. Jetzt hat er 635 Easy. PS. Locker. So. Okay, die Leute halten uns wahrscheinlich schon für bekloppt, ja, ich glaub, also 5 PS-Sticker. Wenn wir das öfter sagen, dann glauben es die Leute, dass wir es ernst meinen. Nein, das ist nur Spaß. Wir wollen euch ein bisschen unterhalten. Macht 8 PS pro Sticker. Nein. Du Depp, du. Okay, machen wir die Klappe wieder zu. So,
und hätte gesagt, wir steigen ein und schauen uns mal an, was das Fahrzeug so innen zu bieten hat. So, also was ich schon mal sagen muss, ne, durch die Höhe kommt man da leichter rein. Und was mir auf Anhieb auffällt... Für dich als alterer Mitbürger. Genau, als älterer. Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich schon erwartet oder gehofft, eigentlich habe ich es erwartet, dass hier mehr Carbonara-Tiere gestorben sind. Mhm. Da haben sie wirklich, das finde ich jetzt nicht so sexy. Da fand ich es aber bei seinem M8, wo er hatte, da war mehr Carbon, ne? Da war ja irgendwie alles Carbon. Aber ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja, es hat eine coole Haptik. Es ist natürlich kein Carbon, aber es sieht cool aus. Von der Haptik finde ich es cool. Und ja, genau, es hat so leicht rau, fühlt sich an. Ja, ansonsten haben wir hier, sagst du schon, Alcantara-Himmel. Oh, schau mal, wie schön. Alcantara-Tiere sind immerhin gestorben. Alcantara, schau mal, wie schön. Alcantacas. Alcantacas, ja. Wie schön hier das alles genäht ist, schau mal. Siehst du das? Mhm. Das haben sie cool gemacht, ja. Ansonsten haben wir Panoramadach. Übrigens, Klaus, du hast dein Schiebedach offen gehabt und es hat geregnet. Zum Glück sind wir gekommen und haben das Auto vor dem Ertrinken bewahrt. Ja. Und typisch Klaus-Style hier für den Hund. Und weißt du, was geil ist? Der Hund wird sogar hinten entertained. Ich sehe es schon leuchten, ja. Der wird hinten entertained durch zwei große Monitore. Oh, stimmt. Geil, oder? Also dem wird es nicht langweilig da hinten. Und ich sehe schon, da hinten leuchtet es. Leuchtet, was leuchtet denn da? In der Tür leuchtet es. Ambiente! Ambiente-Licht. Ja, also wenn das Auto kein Ambiente-Licht hat, dann weiß ich auch nicht. Okay, ansonsten natürlich hier typisch BMW. Ja, man kennt sich aus, hätte ich gesagt. Wenn du einen BMW gefahren bist, also einen neueren BMW, dann... wenn ich überlege, wie meine 7er BMWs, die ich früher hatte, oder mein E34 M5, da wenn du Knöpfe gehabt hast, da warst du der King. Sowas gab es ja nicht. Das ist alles von alleine gelaufen. Also da musste man sowas gar nicht drücken. Gut, okay, schneiden wir uns an und lassen mal die Kiste an. Ich bin echt gespannt, wie der klingt, ohne Scheiß. Ich habe schon gesehen, hier gibt es ein kleines Knöpflein. Hier drückt man drauf. Ja genau, und da unten 3-4 Knöpfe drunter ist ein Partyknöpflein, glaube ich. Oh. Wir probieren jetzt mal aus, wirklich, wie die klappen, wie wir dann der Auspuff. Oh, schau mal, das ist auch cool. Was der Default ist. Ich würde mich jetzt. Ich frage mich jetzt echt, ob wirklich die Autos dann in der Farbe abgebildet sind, wie sie draußen sind. Das sind so Details, wo ich mir denke, das ist einfach geil. Wenn es so ist. Wenn es so ist, ist cool. Da hat es jetzt gerade mal irgendwie gepasst. Ja. So, also ich drücke mal hier das Magic-Knöpfchen 1. Ja, also noch ist nicht so viel. Noch ist nicht so viel. Ich merke gerade, der Klaus, der hat einen sehr. Eine sehr komische Sitzposition. Reichweite 32 Kilometer, bitte tanken. Ey, wir fahren jetzt erstmal tanken. Also, Klaus, sorry, aber ich muss jetzt deinen Lenker hier verstellen, weil. Ich sehe nicht mal die Drehzahl. So, jetzt sehe ich was. Kann es sein, dass der Klaus kleiner ist als ich? Und er sitzt sehr weit oben und vorne, fällt mir gerade auf. Aber. Wie man es gelernt hat. Aber zum Heizen finde ich, ist es gut. Okay, schauen wir hier. Also, wir haben hier erstmal M-Mode. Dann haben wir Track Mode. Wie kommen wir in den Track Mode? Vielleicht müssen wir draufbleiben. Nein, das geht nicht. Wir müssen hier drin bleiben. So. Also das ist ja das Lustige, dass der Klaus mir einfach den Schlüssel gegeben hat. Und ich weiß, dass es ein X6 M ist und BMW. Aber genau, alles andere müssen wir ausprobieren. So, wir haben hier einmal Auspuff. Ah ja, aha. Nee. Vielleicht müsste er bei der Fahrt oder sowas. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir werden es rausfinden. Aber ist schon auch ein schönes. Und wenn du jetzt überlegst, wie tief der jetzt eigentlich ist im Gegensatz zur Serie, wir haben hier einen Sportfahrer. In der Serie ist der ja bestimmt 4 cm Höhe oder so. Aber schau mal, wie geschmeidig der gleitet. Das ist schon, na? Gut, ne? Ich mach automatisch die Position. Ist dir das aufgefallen? Du hockst in so einen Wagen ein und musst gleich diesen hier einlegen. Pausermodus aktiviert. Ah, wir haben hier Lenkradheizung, sehe ich gerade. Okay, alles klar. Nur noch. Ja, im Endeffekt, ja, Spurhalteassistent. Alles drin. Alles, was geht. Oh, ich spüre irgendwas an meinem Popo. Ich glaube, da hat Massagesitze. Das könnte sein. Schau mal. Also auf jeden Fall hast du belüftete Sitze. Ach, bei mir ist an. Ich habe hier drauf gedrückt. Ah, das ist Massage. Ist das das Symbol für Massage? Ah, ich mache mir auch mal. Oh, schau, da sieht man es. Achtung. Uiuiui. Ja, Mann, geil. Nee, sieht man leider nicht, wegen Polarisation. Aber ich spüre es jetzt auch. Oh, ja. Oh, schau mal, Ganzkörpertraining. Ganzkörpertraining sogar. Ah, der kommt wir steigen bestimmt mit dem Sixpack aus. Der schiebt mir gerade richtig was in die Arschbacke. Alter, mir schiebt er voll die Schulter nach vorne. Oh, das wird geil.
Ey, da, stell dir mal vor, du fährst jetzt wirklich mal so eine 500 Kilometer Strecke. Mit dem kannst du easy in Urlaub rollen. Ich würde einpennen, ich würde wahrscheinlich so hocken. Aber zum Glück der Spurhalteassistent und dann weckt er dich. Ey Junge, mach mal die Glotze auf. Wir haben jetzt ein paar Liter getankt, damit wir mal Gas geben können. Wir haben wirklich bloß noch, glaube ich, 8 Kilometer oder 10 Kilometer Reichweite gehabt. Haben wir gerade noch so geschafft. So. Ja. Ist schon stabil, ne? Gute Frau, Mensch, ja. Wir reden hier. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Reisegleitmobil. Absolut. Also du bist schnell im Urlaub. Ja. Also wir haben ja vorhin noch mal so die Soundanlage ausgecheckt. Dürfen wir ja nicht so machen wegen GEMA mit der Kamera. Mhm. Aber ist schon auch. Kann man sich gut gehen lassen. Da kann man so den einen oder anderen Song schon mal genießen. Ne? So, aber ich hätte gesagt, wir fahren jetzt hier mal die Landstraße ein bisschen entlang und schauen mal, was so die Kiste, der Koffer, das Haus. Ein Haus ist ja nicht ganz. Ne, das ist kein Haus mehr. Eine Einzimmerwohnung. Eine Einzimmerwohnung, ja. Was das so drauf hat. Ich sitze wahrscheinlich hier komisch. Sehr komisch hier drin, ne? Also, Ich sitze voll auf Klaus-Position. So, ich habe jetzt hier nochmal umgestellt, dass der ein bisschen schneller schaltet. Mhm. Ja, merkst du? Oh ja. Kamera in die Fresse, ey. Bom! Also wenn du ein blaues Auge hast, Klaus ist schuld, wenn du zusammengreift, seht, der hat den Klaus, hat den Lorenz dir blaues Auge verpasst. Alter Verwalter! Stabil! Ja, doch, geht vorwärts. Alter Falter liegt der, ey. Das hört aber nicht auf, Alter. Junge, Alter, das waren jetzt mal wieder 120. 120. Ja genau, Animal 80. Das war auf jeden Fall. Okay, ist vielleicht doch nicht nur ein Reisemobil, ich nehme es zurück. Weil der Lorenz hat mich vorhin so gesagt, naja, so sportlich ist der ja nicht, ne? Ja, wir konnten ja aber auch noch nicht Vollgas geben, weil so, Sprit. Jetzt mal hier. So, jetzt pass mal auf. Wir machen jetzt mal ohne Launch Control. 1, 2, 3, Feuer. Ja, ist nicht verkehrt. Alter! Jawohl. Ja, bremst aber auch nicht schlecht. Ja. Ja, das Fahrwerk funktioniert. Also, ohne Scheiß. Du hast nicht das Gefühl, dass du hier. Wahnsinn! 2, irgendwas Tonnen rumfährst. Oh, die Bremsen. Also richtig. Das ist okay. Er kann auf jeden Fall den sehr guten Mix von gemütlich cruisen. Ja, absolut. Und du könntest da easy stundenlang irgendwo hinfahren. Ja. Und wenn du Bock hast, ab geht's. So, und jetzt haben wir noch den. Also offen die Klappe, aber wenn jetzt jemand mal leise schaltet, ne? Hör das mal an! Ja, ist gar nichts. Du hörst halt bloß ein bisschen Wind. Also ein bisschen Brummeln. Ein bisschen, ja, und halt von den Reifen halt ein bisschen. Ja. Runtergeschalten. Dann nicht mal mit Drehzahl hörst. Ja. Dann können Sie mal kurz wegplecken. Eins, zwei, drei, Feuer. Sekunden hatte ich, aber bei 3,42% Steigung. So, schon krass. Das heißt 4,54 Sekunden korrigiert. So, ohne Launch Control. War ein krasser Anblick. Echt? Das ist halt einfach, steht da und dann ist er weg. Geil. So, ich hätte gesagt, wir fahren jetzt mal zurück. Ich weiß, der Klaus ist ja da momentan an was drüber. Einen anderen Motor für den. Er hat schon gemeint, ja, aktuelle Leistung weiß ich gar nicht so genau. Wenn man nicht weiß. Ist wohl nicht so interessant, die aktuelle Leistung. Ja, wenn man nicht weiß, wie viel aktuell hat, aber der ist eine Serie, was das angeht. So, und aber die bauen ja momentan einen Motor auf, ich glaube sogar 1000 PS. Mhm. Junge, überleg mal, das sind nochmal 375 PS mehr. Das heißt, es ist so viel wie. Ja, in manchen so ein Mittelklasse-Sportler, so was weiß ich, sogar mehr wie in einem Golf R. Ja, das ist krank. Das ist richtig krank.
Nee, also jetzt auch, wo du hergerollt bist, der sieht schon brutal aus. Ja, glaube ich. Der sieht echt richtig krank aus. Also wenn man wirklich so mal Sparschwein geknackt hat. Ja. Wenn es so... Ist schon okay. Ich sitz schon wieder so drin, ey. Alecco mio, ey. Gleich wieder hier diese Position. Pause. Also dein Sitz ist ganz runter, also gerade so... Gerade, dass du drüber guckst. Ja. Ah, früher war ich wirklich immer so drin gesessen, ey. Na klar, klar, muss. Immer so. Ich weiß ja damals, ich hatte einen Alpha 155 und ich habe damals beim ATU mir einen Schaltknauf gekauft von Foliatec. Das war so ein ganz dünner und oben war so ein kleines Carbon-Optik-Inlay. War total dünn. Ah, war ich da stolz auf das Ding, ey. Leck mich. Ey, ich sitze schon wieder so drin. Es ist echt krass. Boah, aber ohne Scheiße, ich habe es jetzt gerade gemerkt, wie du losfährst und du... Ich habe es irgendwie doch gewusst, aber ich habe nicht dran gedacht. Dann merkst du, wie der Kopf nach hinten geht und schaltet dann, geht der Kopf wieder nach hinten. Schon stabil. Das ist eine sehr angenehme Geschwindigkeit. Man muss sich auf die Zahl verlassen, weil es fühlt sich nicht schnell an. Überhaupt nicht. Also die Geschwindigkeit, nicht die Beschleunigung. Beschleunigung fühlt sich schnell an. Aber genau, stimmt. Geschwindigkeit, du fährst 100, ne, auf der Autobahn. Ja. Und dann du fährst du so zügig und denkst dir, ja, 80 fahren wir jetzt oder so. Und das, obwohl das so tief ist. Das ist krass. Und vor allem halt mit diesen riesen Reifen. Guck mal, du siehst sogar angezeigt, wo die Tür hinschwingt. Ja. Ob du ein anderes Auto noch mit beschädigst. Das ist cool. Nee, finde ich, aber okay, das haben wir von der Ausstellung her, BMW typisch, wie man es kennt. Wie in der Supra. Das hier ist halt, das ist alles an wie in der Supra. Ja, weil es halt einfach BMW ist. Halt so, aber ich finde es cool. Also wirklich das Auto, wo der Klaus gesagt hat, er verkauft jetzt seinen M8 und dafür holt er den X6 und macht okay. Mhm. Ja. Gut, ich sag mal, für einen Hund ist es besser. Ja, der Hund fühlt sich wohl. Du weißt ja noch, als wir mit dem M8 gefahren sind. Die verschlabberte Sitze. Ja, und vor allem du hast ja hinten kaum Platz gehabt. Ja, das war... Das Auto damals hat wirklich schon groß gewirkt, aber ist es gar nicht so groß. Mhm. Gut, stell mal ab. Wir gehen rein und vielleicht kann der Klaus uns noch ein paar Takte zu seinem Motörchen sagen. Mhm. Bis gleich. So, also X6 Motor, was wir nicht vorhatten. Konnte jetzt der Klaus leider nichts dazu sagen, weil er ist jetzt gerade ein bisschen gestresst, wie eigentlich immer, wenn wir da sind. Ne? Ja, der hat halt viel zu der tun, hat der wirklich Mann. Immer so viel um die Ohren, der arme Kerl. Deswegen sind wir umso mehr froh, dass wir kommen dürfen und einfach mal ein Auto fahren. Genau, weil die Autos stehen hier rum. Der hat ja gar keine Zeit, die Autos zu fahren. Eben. Apropos, er hat gar keine Zeit, die Autos zu fahren. Ach genau, ja. Ich wollte mit dem Klaus reden, wegen dem X6M-Motor. Da schau dir einfach mal bei ihm auf dem YouTube-Channel, da wird demnächst noch was kommen, weil, wie gesagt, die planen da einen Motor mit 1000 PS. Wird interessant, also schaut mal bei Auditzky Tuning auf den YouTube-Channel. Und auf jeden Fall stand halt dann der M3 da die ganze Zeit, der neue G80. Und dann haben wir gesagt, ey, ich glaube, das Benzin wird langsam ranzig, weil jedes Mal, wenn wir kommen, steht das Auto. Ja, vielleicht und dann haben wir uns mal fahren, oder? Genau, und dann haben wir uns kurzerhand den Schlüssel jetzt geschnappt und fahren jetzt dann M3, aber das seht ihr im nächsten Video. Also in dem Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, habt einen schönen Tag und tschüss.